Ein Grund zum Quicksafen. So, die Eier schön in Ruhe lassen. Wie groß ist denn das Gebiet hier? Geht von der Größe eigentlich. Von unten halt das schwache Echo eines langgezogenen Klagelauts. Au. Oh ja, ich sehe die Falle sogar. Das Problem ist, ich kann keine Fallen entschärfen, die ich nicht sehen kann. Yes, certainly. Ich sehe die Falle, ich kann sie nicht entschärfen. Kann aber Fenris schicken, um sie auszulösen. Yes? Hm? Ach komm schon, das ist gemein. Naja, gut. At once. Yes? I'm here. Yeah! This is futile! What was that? At once. Very well. Oh? I cannot move. Oh. Spinnenschwarm ist geschlüpft. Nicht so toll. Was können wir machen? Das da benutzen. Oh. Ach, scheiße, ein Rohling. Zum Glück kann Alof böse Sachen. Kannst du dir auch zufällig? Nö. Dann fahr eh 10. Der, hau ihn mal um, dass er sich nicht so sehr wehrt. Können wir ihn tot kriegen, bitte? Also die die Vitrak-Wächter sind jetzt nicht sonderlich stark. Okay, er ist tot. Okay, wieder Spinneneier. Vor Vitrak-Klauen, aha, ist klar. Wow, was so? Was ist das? ...5% Chance, im Zauber ein zweites Mal zu wirken. Hm.
Ja, okay. Kit des Diebes. Athletik überleben. Pilzgalle. Okay. Sie hat, soweit ich weiß, eh noch keine. Doch, doch, sie hat Schuhe. Gewährt Bestie des Winters. Hm. Zieh die mal an. Agrasima, how you dote on me, Captain? Tell me, of course. Okay. Sure. Wait, look there. Hier treiben sich nur ein paar Mondspinnen rum. Something I can do? I'm on it. Your aim could use some improvement. I trust you. Nur gucken, dass wir den Leichen, den Spinnensack nicht verletzen. Eyes open. Of course. Pelz und Gefäßknochen und alles Mögliche. Wirf mal was ein. Haben wir noch was? Können wir noch mehr Rieselschwamm herstellen? Ja. Sehr gut. Der ist jetzt bei mir. Gut. Okay. Wirf du mal Rieselschwamm ein. Oh. Ah. At once. What can I do? Ah. Give. Look. Rohling und ein Wärter, okay. Tell me. This thing isn't doing the job. As you wish. Oh, das tut weh. Schlechter Start. Ich weiß nicht, wie die Rohlinge es schaffen, so viel Schaden zu machen. Bringen sie einfach den Kopf. Okay, gucken wir erstmal da lang. Das war auch nicht schön.
So, versuch's einfach nochmal. Das erhöht ja die Wahrnehmung. At once. I'm here. I am ready. What can I do? What can I do? Indeed. Aber ja, das sieht wirklich so aus, als ob die Fallen hier zu stark sind. Rezept bezaubernde Benommenheit. Die Neulinge in der Sammlung konnten kaum schlafen wegen des andauernden Geschreis. Unsere Kollegen aus den Archiven haben uns ein sehr wirksames Gebräu angeboten. Sie haben ein wenig von dem Schimmel hineingerührt, den sie unter den Schriftrollen gefunden haben. Ich habe noch nie besser geschlafen, aber wenn uns die Schreie unseres Patrons nicht mehr aufwecken, besteht da nicht die Gefahr, dass wir in ewigen Schlaf verfallen? Das Rezept ist begleitet von einfachen Illustrationen, selbst ein Imp wäre in der Lage, es zu verstehen. Oh, das ist praktisch. Pyrit. Nachengold. Oder Katzengold. Das da sehe ich. Oh, und ich konnte es sogar entdecken. I'm here, at once. Ja, das sieht aus wie so ein Lager. What do you need? A curious collection. Do the Vithrak here think it trash or treasure, I wonder? Whoa, whoa. Ja, diese Erleuchteten sehen aus, als ob sie Spinnen auf dem Kopf haben. Die wissen nicht wohin. Also, Alof. So, jetzt kommt der Rohling, das ist schon mal gut. Den Rohling umwerfen. Ihn damit behauen. Das noch ein bisschen weiter hinten. Das da bitte. Ein Herzschuss. Au! Der Vithrak heilt sich, diese Sau. Fenrir hatte ihn eigentlich richtig gut runtergeprügelt. Mach mal das. So, die ist auch gleich tot, zum Glück. Sehr gut. I'm here. Certainly. Indeed. Ja, Vithrak-Gehirne. Gesegneter Weihrauch, also wieder alles so Buffzeug. Schiffszwiebrack. Wie kriege ich die Mechanik so hoch?
Dank der unsoliden Gestalt rum der Weg.